Der Vulkan auf der spanischen Kanareninsel La Palma spuckt weiter Lava. Auch in der Nacht schoben sich große Mengen flüssigen Gesteins in Richtung Meer. Häuser gingen in Flammen auf. Seit dem Ausbruch vor mehr als einem Monat mussten etwa 7.500 Menschen vor den Lavamassen fliehen. Mehr als 2.000 Gebäude wurden bereits zerstört.